Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier immer noch im Radioturm und ja, Team Rocket ist immer noch hier und deshalb werden wir immer noch gegen die Leute kämpfen. Frühe Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. Ja, ist halt Team Rocket, ne? Was soll man dazu sagen? Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Wenn du das meinst, also ich bin ja eher der Narrenmeinung. Aber gut, was soll ich von euch erwarten? Ihr seid halt Team Rocket. Ich glaube, wir kennen alle Team Rocket jetzt zu diesem Zeitpunkt. Sind halt typische Verbrecher. Aber haben halt nichts drauf gegen mich. Guckt euch diesen Smogmog-Sprite an. Es will einfach, dass ich es zerkratze, glaube ich. Und deshalb tue ich ihm den Gefallen. Oh, ich mache zu wenig Damage. Auch nicht Smog. Smog ist so nervig. Jetzt bin ich bestimmt vergiftet. Na klar. War so klar. Ich habe mich gerade noch geheilt und dann eine Vergiftung. Oh, nicht Finale. Ich wollte gerade vorspulen, aber er macht Finale. Ich habe mir schon irgendwie im Hinterkopf gedacht, er kann auch Finale erlernen. Ah, ich bin tot. Ripp. Okay. Wow. Machst du Witze? Was du, als ich gerade in die Luft gesprengt, nicht ich? Verlieren macht mich mürrisch. Mist, ich hasse unfähige Pokémon. Warum setzt du dann Finale ein? Selber schuld. So, wo ist mein Super da? Zack, zack, super. Wuhu! Was macht ein fremdes Kind hier? Wer bist du? Ich? Ich bin Mike. Ich bin der 10-jährige Trainer, der euch alle in den Hintern treten wird. Der Blick. Was? Ja, Ingo. Der bin ich. Apropos, ich bin sogar in der Zukunft ein Champ. In der nahen Zukunft. Sogar. Mhm. Nicht mal lange. Dann haben wir 8 Orden. Und wenn wir 8 Orden haben, dann können wir in die Liga und uns als Champ abstempeln, wenn wir es natürlich durchschaffen. Aber mit so guten Pokémon, dann wird ein Klacks. So, natürlich bin ich jetzt paralysiert, ne? Was wollen wir als nächstes machen? Vielleicht, Schlaf, dann noch eingefroren, dann noch verbrennt. Verbrannt, wie auch immer. Ich spam einfach. Irgendwann wird es schon down gehen. Yes. Gut gemacht. Hat ein bisschen gedauert. Aber ich muss Melly vorne haben. Aber Melly braucht einfach ihre Erfahrungspunkte. Und deshalb schicke ich jetzt einfach, es ist ein Dings, das ist nicht Flug, ne? Das ist das Gute an Umut. Das Ding ist nicht Flug. Ich denke die ganze Zeit, das ist Flug, weil ich sehe große Flügel. Aber nein, actually nicht. Das ist ja gut. Denn Konfusion sollte gut Schaden machen bei Magnetilos. Nicht. Den 1 vielleicht, aber nicht den 2. Das wusste ich natürlich. Dass ich gar keinen Damage mache auf das Ding. Wusste ich natürlich, dass das Ding mich da auch nicht wirklich angreifen kann. Das war geplant. Mhm. Ich habe die Typen komplett auswendig. Mhm. Ja. Ja. So sieht's aus. Gut gemacht, Romod. Ich wusste, du bist der Beste. Das ist das beste Pokémon für diesen Fall. Und ein. Ich werde mich dazu nicht äußern, das ist mir etwas lame. Du bitte, vielleicht ein bisschen viel lame, das ist echt lame. Yeah, ich switch jetzt raus zu... Shut up! Durch, rein. Ja, Red Gara macht keinen Sinn, Red. Flamesack ist so hochgelevelt, ich pack Amphi rein. Was Amphi? So, ist alles kacke. Ich hab nichts gegen Magnetilos. Also natürlich, ich hab mein Feuer-Pokémon, aber das ist schon Level 36. Die anderen sind alle 30, 31, 32. Deshalb möchte ich das jetzt nicht verwenden. Natürlich wäre jetzt der Kampf viel schneller vorbei, aber komm, ich spule einfach vor und dann ist er schon vorbei. Wenn du dich nicht selbst triffst, danke. Okay. Ich hab dich nicht ernst genommen. Ja, merke ich.
Ich kann Signale jeder Stärke von hier aus senden. Aha, wenn du das sagst. Ich glaube, der will kämpfen. Der Anführer von T-Rocket hat sich selbst eingeschlossen. Aber der Intendant besitzt einen Schlüssel. Du findest ihn im 4. Stock. Bitte rette ihn. Okay, wir sollen den Intendanten retten. Dies ist der Schlitz für den Türöffner. Einfach nur diese Textbox und dann, ja, kann man schön was draus machen. Die Pokémon-Musik mit DJ Ben. Ben? Wo ist Ben? Mir wurden strikte Befehle erteilt. Ich soll jeden der Team Rocket herausfordern, pulverisieren. Du und welche Armee? Oh, 4 Pokémon, oh. Smogon, was aussieht, das ist das lila Feuer. Ich bin immer noch, ne? Oh, ich habe mich nicht geheilt. Ich bin aber auch schlau. Oh, ich bin aber auch schlau. Schlamm. Oh Gott, das macht viel Damage. Schlammbad. Okay, jetzt geht's noch. Spukball müsste eigentlich. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich überlebe. Hier. Oh, Slimer. Gehen wir alles durch. Gleich kommt noch Zubat. Gleich kommt noch Rettern. So hieß das Ding. Ich würde Arbok sagen, aber das war die Weiterentwicklung. Was kann das Ding? Ach, reiß dich doch zusammen. Komm schon, Melly, du kriegst das hin. Ich finde die Animation von Spukball so dumm in dieser Gen. Aber okay. Ich wusste es! Ich wusste es! So ein Klischee! Was? Das ist nicht euer Ernst, Game Freak! Wenn danach kein Rettern kommt. Oder Arbok. Da bin ich enttäuscht. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ach, dein Blutsauger hilft mich überhaupt nicht. Volltreffer. Nice. Kein Level Up, schade. Und? Radfratz! Why? Du kommst an mit den drei Pokémon und statt dass du jetzt noch Rettern bringst zum Vollenden, kommt Radfratz, nicht Rettern. Rettern kann man nicht, aber es kommt Radfratz. Ihr wisst, ich kann nicht reden. Durch Corona ist Dune noch nicht angekommen. Ja, keine Ahnung, Geist macht keinen Sinn, bis... komm mal noch Kratzer. Subilikat und Kratzer ist sowieso eine sehr gute Taktik. Wie ihr sehen könnt. Schon fast eine Signature-Attacke, würde ich sagen. Okay. Level up. Yes, endlich. Nice. Was? Ich bin meinen Pflichten nicht nachgekommen. Ich werde dafür bezahlen. Tja. Wir werden uns jetzt schnell heilen. Oh, ja. Yeah. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich brauche einen Paraheiler. Wo ist der? Ja. Yeah. Ich finde ihn nicht. Hab ich ihn gerade verpasst oder so? Egal, dann nehme ich einfach einen Hyperheiler. Den ich zufälligerweise auch nicht besitze. Dann halt nicht. Nö. Dann machen wir einfach mit Paralyse weiter. Produktion. Dann können wir mich mit attackieren lassen. Ah, ich weiß nicht. Will ich mein Pokémon wechseln? Willst du dein Pokémon wechseln? Oh, heck ja, will ich. Red darf mal wieder. Oder darf das erste Mal? Du hast vor, den Intendanten zu retten? Dies wird nicht möglich sein, da ich dich besiege. Aha. Und warum denkst du, du wärst gut gegen meine Pokémon? Du hast Zubat auf Level 22 und denkst, dass du mich besiegst. Okay,
hinterfragen wir es mal nicht. So, aber jetzt habe ich endlich mein Wasser-Pokémon. Ah, das ist super. Unser letztes Teammitglied wird, glaube ich, erst nach der letzten Arena kommen, oder? Oder vor der letzten Arena? An der letzten Arena. Irgendwie so. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so war das. Also, das ist eigentlich schon so unser Team. Das letzte Teammitglied, genau wie in Pokémon Blau. Das ist eigentlich nur so ein Zusatz, damit wir noch ein bisschen was haben. 6 Pokémon halten besser als 5. Ich spamme aber ein bisschen Surfer. Ich bin jetzt ein bisschen lange so weg. Volltreffer sogar. Aha. Und Reds kriegt seine schönen Erfahrungspunkte. Slime habe ich jetzt gesehen, ne? Ja, einfach Surfer drauf. Und das war's. Nein, unglaublich! Nein, das ist sehr glaublich. Ich kann das nicht glauben, ich wurde besiegt! Tja, glaub's lieber. Mann, wie viele gibt's denn? Exzellent! Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Und das wäre? Rasso mit deinem... Oh, Porygon, cool. Ich mag Porygon. Wollte schon immer eins im Team haben. Das Ding ist normal. Soweit ich weiß. Komm, wir machen mal Fuchtler. Ich glaube aber, Fuchtler ist keine so gute Attacke. Halt, Fuchtler wird pro Runde. Ich kann nichts anderes machen außer Fuchtler. Und wenn ich das eingesetzt habe, ne? Und er wird immer stärker und stärker, aber dann werde ich immer... Hör ich auf und dann bin ich verwirrt. Hm, jeder große Plan hat einen Haken. Glaubst du allen Ernstes, Team Rocket aufhalten zu können? Yep. Büro des Intendanten. Oh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich kann ja nicht durch, okay. Du, bist du gekommen, um mich zu retten? Ist es das, was du erwartet hast? Falsch! Ich bin ein Betrüger! Ich scam dich! Hello, Sir, geben Sie mir all Ihre Pokémon? Ich gebe vor, der Echte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Möchtest du wissen, wo wir den echten Intendanten versteckt haben? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Warum verrätst du es mir? Ah, der Rocket-Vorstand. The man behind the slaughter. Mal wieder ein Smogon. Und ganz ehrlich, so sieht der Kampf aus. Zack. Skip, skip, skip. Smogon, noch ein Smogon. Ah, interessant, habe ich schon 20 Mal gesehen. Mindestens. Oh, nice, Level Up. Dann kann ich auch schon mal was rausswitchen. Was kommt als nächstes? Ah, noch ein Smogon. Ach so. Okay. Cool. Na dann. Aha. Kratzer. Volltreffer. Kratzer. Aha. Oh, oh, oh. Ah, es ist tot. Okay. Mhm. Oh, Smogmog. Ah, jetzt verbessern wir uns. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Jetzt verbessern wir uns. Aha, Rauchwolke, aha. Aha. Tackle, ja. Smogmog und Tackle, das ist so eine Attacke, die muss er erlernen. Das ist so, das ist zwanghaft bei Smogmog, ne? Sehr gute Attacke vor allem auch. Hilft dir in allen Situationen raus. Zum Beispiel, wenn du dich als Intendanten verkleidest. Mhm. Und, was hast du jetzt? Ach, Smogon? Was denn? Was? Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh. Habe ich irgendwas dagegen? Hm. Giftpuder? Blutsauger? Windstoß? Ich habe nichts. Ich setze einfach mal Konfusion ein. Oh, habe ich Glück gehabt. Das ist ja sehr effektiv. Wow. Und ja, ich bleibe jetzt in meiner Rolle drin. Wow. Puh, also nach so vielen Smogons, da brauche ich erstmal einen Drink. Jetzt Sponsoring reindrücken.
leider, wo ich nichts Monster hat. So, und Smogon. Ich will nur kurz sagen, dass ich wirklich nicht wusste, dass er 5 Smogons und 1 Smogmog hatte. Ich wusste das wirklich nicht mehr. Danke. Ah, es ist so dumm. Ja, toller Kampf, ne? GG. Auf jeden Fall, GG. Fair game. Okay, ich sag dir, wo er ist. Wir haben den echten Intendanten in das Untergrundlagerhaus verschleppt. Es ist am Ende des Untergrunds. Ich bezweifle aber, dass du so weit kommst. Warum gibst du mir dann den Kelleröffner? Ja, bist ein bisschen stuck, ne? Ja, kann ich vielleicht. Ich kann hier nicht durch, ne? Warum kann ich da nicht durch? Das ist so dumm. Unten ist ein PC, ich will wissen, was da ist. Jetzt wird er davor, ist nicht dein Ernst. Jetzt haben wir nicht dran. Okay, dann halt nicht. Da hinten seht ihr schon. Ich glaube, da waren wir sogar in der letzten Folge. Ich weiß nicht mehr. Aber jetzt können wir hier lang. Gießerschlitz für den Türöffner. Ah, nee. Oh, oh. Jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Oh. Ja, I remember. Ba, 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 ba. I remember. Ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Und dann da waren wir noch nicht. Okay. So, ich habe euch nämlich schon mal erzählt, dass ich erstmal nicht in den Untergrund möchte. Obwohl da Trainer sind zum Trainieren. Oh, lässt mich nicht durch. Da muss ich von der anderen Seite rein. Aber jetzt müssen wir zwanghaft dahin. Und deshalb habe ich darauf auf den Moment gewartet, wo wir zwanghaft dort rein müssen. Ist das das Untergrund? Ja. Yep. Anderes Namenbewerter. Ich wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrschen raue Sitten. Sei auf der Hut. Oh, dann soll ich vielleicht nicht mehr heilen. So, und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wir sind noch lange nicht fertig mit Team Rocket. Der geht uns immer noch auf die Nerven. Aber nicht mehr lang. Wir werden sie nämlich jetzt auslöschen. Und wenn wir fertig sind, schnappen wir uns den letzten Norden und werden erstmal der Champion dieser Region. Das klingt nach einem guten Plan, oder? Pokédex werde ich sowieso nicht vervollständigen. Wie sehe ich denn aus? Ich bin 10. Ich mach doch kein Lexikon voll. Wie sehe ich denn aus? Okay. Besiegen wir den ersten schon mal. Ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Zeig sie mir! Du Creep, verpiss dich mal. Was willen sie von mir? Pokémon Maniac Scheuer. Fleckmann. Aha. Ihr seht auch schon, es ist Level 10. Wir hätten hier schon hin können. Ich wollte nicht. Ja, wohl kann eigentlich auch hier Red ein bisschen leveln. Actually. Das Einzige, was ich jetzt mache, ja, ein bisschen vorspulen, das war's. Ich habe verloren! Ich dreh durch! Ich merk's. Erstellst du einen Pokédex? Ich habe einen heißen Tipp für dich! Wanderer Tom auf Route 33 ist sehr freundlich. Er ruft dich an, wenn er seltene Pokémon sieht. Tom auf Route 33? Moment, das müssen wir uns doch mal anschauen. Wo ist Route 33? 34? Mit dem sind wir doch befreundet. Wow. Okay, hier unten gab es, glaube ich, auch noch mal einen. Ja, den machen wir noch. Ein Münzkorb! Jetzt können wir endlich Glücksspiele spielen. Glücksspiel kann süchtig machen. Für Jugendliche. Das muss ich sagen, weil das ist muss. Hi. Meine Pokémon kamen gerade vom Coiffeur. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Was sind alle so Psychos? Kakao. Trinkst du gerne Kakao? Oh, Schlurp, süß.
So, erstmal vorspulen. Zack, 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 zack. Das war's. Ah! Deine Buckeln mögen dich mehr, wenn du sie zum Gouverneur bringst. Okay. Hi. Ich habe eigentlich mehr Leute hier in Erinnerung. Vielleicht ist das im Remake anders. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu muggeln. Aha. Lass mich raten, du bist ein Dieb, oder? Nee, es ist ein Nerd. Ein Streber. Ramon. Es gibt ja eigentlich ganz viele Diebe. Ich weiß nicht, wo die sind, aber eigentlich sind hier ganz viele von denen. Ja, ist sehr einfach, der Kampf. Grommel! Ich glaube, dass ich lieber fair spielen sollte. Ja, Fair Play ist auf jeden Fall super. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Pokémon Silber, wenn wir den Underground abchecken und den Intendanten suchen. Haut rein!